Und willkommen zu einem weiteren Taktik-Special Rathaus 9. Wie ihr seht, meine Queen ist gerade am Laufen. Sobald die Queen wieder fit ist, auf Level 37, werde ich mal versuchen, mal ein schönes Taktik-Special für Rathaus 10 zu machen. Ein paar gute Angriffe habe ich schon voraufgezeichnet, allerdings sollte da ruhig noch ein bisschen mehr zukommen. Ich tue mich jetzt allerdings noch ein kleines bisschen schwer. Deswegen wird jetzt erst nochmal ein Rathaus 9 Special kommen mit in diesem Fall zwei verschiedenen Taktiken, die wir in je einem Kampf so ein bisschen auseinanderdröseln werden. Und das ist einmal nochmal Penta Lava Loon, weil ich gesehen habe, das Penta Lava Video von mir wurde bisher schon über 700 Mal angeguckt von wer weiß wie vielen Leuten. Ich weiß es nicht. Also ich finde es auf jeden Fall sehr geil. Und deswegen werde ich das jetzt nochmal aufgreifen. Und ja, die im Moment neue. Ja, super Taktik, sage ich mal in Anführungszeichen, der Witch Slap, der durchaus bei vielen Dörfern richtig was reißen kann. Gut, dann fangen wir mal an mit Penta Lava. So, bevor es zum Angriff übergeht, wollte ich euch jetzt zeigen, wie ich das Ganze geplant habe. Also, das ist jetzt auf jeden Fall eine Cleanup Attack, was immer sinnvoll ist, wenn du weißt, was in der CB ist, in dem Fall extrem sinnvoll. Die X-Bögen bei dem Vogel stehen auf Boden. Was mir sehr geholfen hat, denn wenn die auf Luft gestanden hätten, wäre der Angriff vermutlich nichts geworden. So viel ist mal Fakt. Und in der CB ist ein Lava-Hund. Und der kommt natürlich gegen Lufttruppen nicht mal aus der Klammburg raus. Ganz zum Schluss wird mein King den noch locken. Aber da ist der Drops gelutscht und dann interessiert er mich auch gar nicht mehr. So, und wie bin ich jetzt dran gegangen? Wollen wir einmal schauen. Nehmen wir uns mal den Pinsel. So. Ich wollte jetzt den langen Weg von hier bis ganz zu dieser Luftabwehr gehen. Und zwar mit einem Max-Lava-Hund aus der Klammburg und einem Level 1-Lava-Hund. Ich habe nämlich bei diesem Account sind nur Level 1-Lava-Hunde zur Verfügung. Noch einmal so ein Ding, was das Ganze ein bisschen erschwert hat. Blöd ist auch, dass drumherum so viel steht. Das heißt, die Loons, die haben einen relativ langen Weg und weil sie so lahmarschig sind, ist das natürlich schwierig. Deswegen habe ich ein bisschen Eilzauber dabei, ein bisschen Wutzauber und das war es auch eigentlich schon. So, wichtig für mich hier jetzt auf jeden Fall die Lava-Hunde. Die sollen diesen Weg gehen. So, dann habe ich angefangen, hier einen Eilzauber zu setzen. Und dahinter kommen dann jeweils ein paar Loons. Ja. So. Und das hat den Sinn, diese Dev. Ich müsste mal noch kurz gucken, ob ich das Ganze mal ein bisschen kleiner kriege. Na egal. Naja, auf jeden Fall war dann der Sinn, die Dev wegzukriegen: den Bogiturm, den Minenwerfer und dass möglichst wenig hier Richtung Kanone fliegt. Sondern in die andere Richtung, Richtung Lava-Hunde, damit die Lava-Hunde unterstützt werden und diese Luftabwehr fällt, damit der nächste Lava-Hund hier zu dieser Luftabwehr fliegen kann. So, da kommen wir dann gleich zu. Machen wir das Ganze mal ein bisschen dünner. So, ich setze also zusätzlich zu meinen Loons hinten hier noch jeweils eine Arsch voll Loons, immer so in Grüppchen, so in Zweiergrüppchen, dass die dann quasi, wenn nochmal die Loons in die Richtung Kanone abwandern würden, dann jeweils hier reinfliegen und die Lava-Hunde unterstützen. So, des Weiteren habe ich in der Klammburg nebst dem Max-Lava-Hund einen Max-Skelett-Zauber dabei. Der hat den Sinn, die Queen hier abzulenken. Und gegebenenfalls auch die Dev, die drumherum steht, damit, ja, und natürlich nicht nur abzulenken, sondern möglichst auch die Queen zu killen. Alles andere erledigen die Lava-Puffs in dem Wut, den ich dann quasi hier drüber geschmissen habe. Sodass die Loons dann dementsprechend möglichst zügig diesen Bereich aufgeräumt haben und möglichst schnell dann in Richtung hinter der Luftabwehr hier weiter rumfliegen. So, ist jetzt ein bisschen Kauderwelsch, aber ich hoffe, man kann es so halbwegs verstehen. So, dann geht's weiter. So, hier sind natürlich wieder einige Gebäude. Dann habe ich hier wieder angefangen, hier
oder das war mein Plan zumindest, hier ein Eil zu setzen, damit die Loons möglichst zügig dann in die Richtung der verschiedenen Devs fliegen. Und der Plan war, hier einen Wut drüber zu schmeißen. Wie wir gleich sehen werden im Angriff, ist der mir etwas misslungen, sodass die Loons und Lavahunde, machen wir das mal grün, quasi zwischen den beiden Zaubern hergeflogen sind. Und da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber gut, was soll ich sagen? Es hat auf jeden Fall funktioniert. Machen wir den mal weg. So, wichtig ist natürlich, bevor man die Loons setzt, dass dass dementsprechend der Lavahund als erstes hier hinkommt, Richtung Luftabwehr, und die dann ablenkt. Die X-Bögen machen ja in dem Fall nichts aus, weil sie eben auf Boden stehen. Das Einzige, was ein bisschen genervt hat, war der Luftfeger, aber das habe ich einkalkuliert, sodass sie nämlich nicht erst hierhin fliegen und dann weiter hierhin, weil da ist noch eine Tesla-Farm, Magierturm, und das wäre höchstwahrscheinlich tödlich für meine Loons gewesen. Und zusätzlich hätte ich dann kaum noch Loons über gehabt für die letzten beiden Luftabwehren. Hier und hier. So, ich habe jetzt noch zwei Hunde, wenige Loons. Und die letzten beiden Loons setze ich dann gleich oben an die letzte Luftabwehr. So, wenn dieser Bereich hier quasi geklärt ist, also machen wir das Ganze mal eben ein bisschen Platz. So, wenn quasi dieser Bereich klar ist, setze ich den nächsten Lavahund auf diese Luftabwehr. Die restlichen Loons sollten mit rumfliegen. Und schlussendlich, upsala, und schlussendlich den letzten Lavahund von hier auf diese Luftabwehr und dann mit den letzten Loons, ne, die dann hinterherkommen und dann dementsprechend den Bogiturm und die andere Dev dann platt machen. Die sollten sich dann möglichst alle zusammen treffen, um dann die Dreier Tesla Farm und den Magierturm hier unten quasi zu erledigen. So, soweit auf jeden Fall mal die graue Theorie. Ich hoffe, das war nicht zu durcheinander, weil bei dem Angriff muss man halt immer erst setzen, warten. Wenn man komplett rein spammt, kann das funktionieren, ist aber eher nicht so sinnvoll. Da weiß man nie genau, was passiert, und so kann man wirklich ziemlich genau planen, wo die Loons herfliegen und wo sie am Leben bleiben und wo nicht. So, genug Theorie, jetzt gehen wir zum Angriff über. So, hier ist das Dörfchen und ihr seht meine Truppenzusammenstellung: 18 Loons, 5 Lakaien, mehr oder weniger nur zum Aufräumen. Die sollen ja jetzt nicht irgendwie schnell hinter die Loons gesetzt werden, wie das halt beim Farmen oder so der Fall ist. 4 Level 1 Lavahunde, ein Lavahund in der Burg mit einem Max-Skelett-Zauber, 3 Wut, 2 Eil, ein Gift. Der Gift, wie gesagt, Klammbuch stört mich nicht hauptsächlich ausschließlich für die Queen oder für fliegende Luftfallen. Na, genauso wie der Skelett-Zauber zum Ablenken. So, dann schauen wir uns mal an, was ich da fabriziert habe. So, wie gesagt, Start, rechte Seite, Max-Loon, Level 1-Loon. Die sollen natürlich möglichst auch alle Fallen für die Loons dann aufsaugen, was sie auch tun werden. Ungefähr jetzt kommt die erste suchende Luftmine und da kommt auch schon die zweite. Was jetzt hier ein bisschen schief gelaufen ist, dass die Queen in dieses bescheuerte Fach da gelaufen ist und die Larrys dann so ein bisschen gegen die Mauer kloppen. Aber mit dem Wut machen die Lava-Puffs gleich kurz im Prozess. Diese paar, die noch über sind. So, die Lavahunde sind geplatzt, der nächste ist schon auf dem Weg. Ihr seht, den Wut habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Und die haben sich auch noch ein bisschen blöd getrennt. So, der nächste Lavahund ist schon auf dem Weg. Also ihr seht, ganz klassisch, also richtig gut gelaufen ist es nicht. Die Planung war ein kleines bisschen, ist ein kleines bisschen schief gelaufen. Denn jetzt habe ich eben nur noch diesen einen Lavahund und konnte an die dritte Luftabwehr nicht einen Lavahund setzen, sondern musste den schon vorher wegsetzen. Aber es hat im Endeffekt gereicht. Ich habe jetzt einen Wut über, den ich mir extra gespart habe für ja, die letzten Meter quasi. Zumal der letzte Lavahund noch ordentlich getankt hat. So, jetzt habe ich keine Lavahunde mehr. Ein bisschen die Aufräumtruppen sind mir ein bisschen abhanden gekommen, weil Level 1 Lavahunde natürlich auch nicht so viele Lava-Puffs abwerfen.
Aber wie ihr seht, ich habe nur einen Lakaien und ich habe meine Helden noch überhaupt nicht gesetzt. Und das ist eben das Schöne dann, wenn die Taktik funktioniert, dann kann man hinterher die Helden noch zum Aufräumen setzen und die sind für den nächsten Angriff wieder da. Jetzt gleich, machen wir kurz ein bisschen schneller. Jetzt gleich seht ihr, wie der Lava-Hund aus der Burg kommt, wenn mein King den Tank da zerstört hat. Jetzt kommt er. Interessiert mich aber nicht mehr. Cleanup erledigt, Zeit genug gehabt. Und trotz leichten Fehlern in der Ausführung, ich denke, der Plan war gar nicht schlecht, hat es dennoch gereicht für 3 Sterne bei einem, doch muss ich sagen, gar nicht so schlecht aufgestellten Dorf. So viel zu Pentalava. Ich hoffe mal, dass ich in nächster Zeit mal wieder ein paar mehr Angriffe damit machen kann, wenn die Dörfer halt dementsprechend passen. Ja, und jetzt gehen wir mal über zum Witch Slap. So, mit dem Witch Slap hat Little Ange dieses Dorf hier angegriffen. Und ja, der Sinn an der Übung ist, mit den Hexen außen aufzuräumen und mit den restlichen Trupps die Mitte wegzubashen. So, das klappt im Normalfall auch hervorragend. So, wir fangen erstmal an. Machen die Hexen mal. Wie machen wir die Hexen mal? So ein helles Blau. So, wir fangen an, die Hexen zu setzen. Je 4 Stück in 2 Ecken der Base. Allerdings nicht gegenüberliegend, sondern 2 angrenzende Ecken. So, in diesem Fall hat Angie hier angefangen. Und hier oben, wo Warhaze endet, steht. So, da setzt sie nachher 4 Hexen und je 2 Heiler in den Rücken. So, Sinn der Übung ist natürlich außen aufzuräumen. So, die Hexen bzw. die gespawnten Larrys. Warum setze ich die Hexen in die Ecke vorweg? Die Hexen werden gesetzt und spawnen sofort Skelette. So, die Skelette laufen vor und werden dann von der Death beschossen und die Hexen haben eigentlich nichts auszustehen und können ganz in Ruhe weiter spawnen. Und die Heiler im Rücken heilen die dann ordentlich durch. Da hilft dann auch kein Bogiturm und kein Magierturm. Das überleben die auf jeden Fall. So. Die Larrys, die rennen natürlich hier zu sämtlichen Gebäuden. Wenn das kaputt ist, laufen die hier weiter und hier und hier. So. Diese Gebäude sollten alle fallen. Und die Hexen sollten dann auch weiter in die Runde laufen. So, genau das gleiche hier. Das Gebäude muss weg, das muss weg. Das muss weg. Das Armeelager sollte eigentlich auch noch weg. So, und dann würden die dann hier weiter in die Runde laufen. Und die durchgehaltenen Hexen könnten hier in diesem Segment auch noch einiges an Death platt machen. So, und dann kommt der Main Squad quasi von hier mittig rein, erledigt die restlichen Gebäude außen und wird mit einem Sprungzauber. Das ist eben das, was 2 Sprungzauber und 2 Wutzauber. Die Hexen kriegen keinen Zauber ab, nur der Killsquad in der Mitte. So, der Sprungzauber in diesem Fall muss über die erste Mauer gehen, über den King-Altar bis in die Mitte. Was er auch tut, wenn man ihn vernünftig wirft. So, und der zweite Sprungzauber sollte natürlich dann dementsprechend mehr oder weniger rausführen. So sollte dann sichergestellt werden, dass in der Mitte alles platt ist. So, wir haben jetzt also die Truppen 4 Hexen, 4 Heiler, beziehungsweise Quatsch, 8 Hexen, 4 Heiler. So, Mauerbrecher sind dann, wenn die Sprungzauber sitzen, in dem Fall nicht nötig. So, was hat man dann? Einen Golem zum Tanken, King und Queen, eine Handvoll Magier, eine weitere Hexe und Bowler in der Clanburg. So, die gegnerische Clanburg kommt raus, sollte dann hier auch dementsprechend gegiftet werden und von den Helden und Bowlern, je nachdem, was drin ist, in dem Fall war es ein Drache, mit den Giftzaubern und der Queen hauptsächlich erledigt werden. So, der Killsquad läuft rein, es wird ein Wut draufgeschmissen, ungefähr da, wo der Sprung ist. Hier kommt der erste Wut, dann kommt relativ zügig auch schon der nächste Wut dahinter, sodass wirklich alle Gebäude hier in der Mitte komplett fallen. So, und die Hexen machen währenddessen außen ihren Job, im Normalfall. Ja, und dann ist das Dorf Moos. So einfach kann es in der Theorie sein. In der Praxis ist auch immer noch so ein bisschen das Timing entscheidend. Aber wir schauen uns den Angriff jetzt mal an. Das ist auf jeden Fall für viele Dörfer, insbesondere Dörfer, mit denen man mit 2 Sprungzaubern von Anfang bis fast zum Ende kommt, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Angriff.
So, und hier sehen wir dann das Dorf und die Truppenkomposition. Ihr seht 9 Hexen, 4 Heiler, 6 Magier, ein Lakai, weil der Platz noch da ist zum Aufräumen und vielleicht ein paar tote Gebäude wegzumachen. Die Helden, Bowler in der Clanburg und der eine Golem zum Tanken. Ja, wir fangen einfach mal an. Ihr seht, jetzt auf 12 Uhr die 4 Hexen mit den 2 Heilern und auf der anderen Seite auch 4 Hexen, 2 Heiler. So, der Angriff ist auch nicht ganz ideal gelaufen. Soweit kann ich so viel kann ich vorwegnehmen. Aber ihr seht, die Hexen, die spawnen da relativ zügig und ordentlich. Angie hat noch einen Magier mit zu den Hexen gepackt, um ihn ein bisschen zu unterstützen. Ihr seht, wie sie außen aufräumen. Spawnen ordentlich Skelette. So, einziges Problem ist auf der linken Seite der ganze Flächenschaden, der die Skelette platt macht. Und blöderweise kommt der Killsquad erst jetzt. Er hätte etwas früher kommen müssen, weil sie dann diese Luftabwehr ausgeschaltet hätten, die jetzt die beiden Heiler hinter den Hexen auf der linken Seite leider kaputt macht und die Hexen dann nicht mehr allzu lange überleben. Aber auf jeden Fall lang genug, um die Truppen ordentlich reinzukriegen. So, in der Mitte wird jetzt schon die Klamburg gegiftet. Die Bowler kommen auch für meinen Geschmack ein bisschen spät. Aber nichtsdestotrotz hat der Angriff hervorragend funktioniert. King musste gezündet werden. Wutzauber liegt auch. Jetzt kommen die Bowler rein, die aber jetzt auf jeden Fall in die Mitte gehen und keinen Umweg mehr machen. Ihr seht, unter dem Wut fällt alles. Die X-Bögen sind ratzfatz platt. Der Golem tankt alles weg. Der King tankt den Rest. So, links sind die Hexen zwar jetzt weg, aber auf der anderen Seite sind noch zwei Hexen da und spawnen jede Menge Skelette, überleben da zwei Riesenbomben durch die Heiler. So, der letzte Sprung war auch nicht ganz ideal, der geht leider nicht mehr bis ganz nach außen. Das heißt, die Queen muss sich gleich noch ein bisschen durch die Mauer schießen. Aber die Queen musste sie bisher nicht mal zünden. Und bei einer 30er Queen, die kann schon richtig ordentlich was haben. Und die macht auch verdammt nochmal richtig viel Schaden. Ihr seht, der Bogiturm, der fällt nach 4 Schuss. Wuff, weg ist er. So, und die beiden Hexen rennen da immer noch ordentlich durch die Gegend. Spawnen jede Menge Skelette. Jetzt fällt der letzte Flächenschaden, der die Hexen oder die Skelette zumindest hätte ärgern können. Queen ist immer noch nicht gezündet. Alles jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ein Bogiturm und eine Kanone werden sogar noch abgelenkt von einem Golemite. Und hätten auch gegen die Vielzahl gespawnter Skelette relativ wenig Chancen. Ihr seht, ein Angriff muss nicht unbedingt hundertprozentig funktionieren oder hundertprozentig wie geplant laufen, aber es macht schon viel Sinn, wenn wir jetzt sagen, der Angriff wäre richtig gelaufen, wie geplant oder auch meiner, dann wären das jeweils zwei absolute Overkills geworden. Und ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Gemahle da in der Theorie ein bisschen zeigen, wie man das planen kann und wie das ungefähr funktioniert. Ja, und dann gehen wir erstmal zurück. So, abschließend bleibt mir zu sagen, neben diversen anderen Taktiken sind Pentalava und der Witch Slap auf jeden Fall zwei richtig gute Taktiken für den Clankrieg. Zum Farmen sind sie einfach zu teuer. Aber wenn man im Krieg Sterne sammeln möchte, ich glaube, da, wenn das Dorf passt, dann kann das richtig gut funktionieren. Ja, und ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.